Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An die Gläubige, liebe Pilger. Das Thema dieser Wallfahrt in diesem Jahr ist der katholische Glaube und seine Weitergabe an künftige Generationen. Und so ist es vielleicht angemessen, dass wir als allererstes eine Definition des katholischen Glaubens geben, so wie sie uns vorgelegt wird vom Ersten Vatikanischen Konzil aus dem Jahre 1869-70. Der Glaube, so heißt es dort, welcher der Anfang des menschlichen Heiles ist, ist nach dem Bekenntnis der katholischen Kirche eine übernatürliche Tugend, durch die wir mit Unterstützung und Hilfe der Gnade Gottes glauben, dass das von ihm Geoffenbarte wahr ist. Nicht wegen der vom natürlichen Licht der Vernunft durchschauten inneren Wahrheit der Dinge, sondern wegen der Autorität des offenbaren Gottes selbst, der weder sich täuschen noch täuschen kann. Heben wir noch die Hauptpunkte noch einmal hervor. Zunächst einmal heißt es, dass der katholische Glaube eine übernatürliche Tugend sei, das heißt eine Tugend, die weit über die menschlichen Kräfte hinausgeht. Sie bedarf der besonderen Gnade, ja, der Glaube ist eine besondere Gnade Gottes. Und er bedeutet die Annahme der ganzen göttlichen Offenbarung, weil Gott selbst zu uns spricht, er, die ewige Wahrheit, der nicht irren kann und auch nicht in Irrtum führen kann. Dieser Glaube ist also mit anderen Worten eine Teilhabe an der Erkenntnis Gottes selbst, die Gott von sich, von seinem Geheimnis, von dem Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit selber hat, ist eine Teilhabe an der Erkenntnis des ewigen Schöpfungs- und Erlösungsplanes Gottes. Er senkt sich auf die Seele nieder wie ein göttliches Licht, das unsere Seele durchdringt, den Verstand, den Willen und auch das Herz erfasst, sodass wir alles unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit sehen. Sub specie eternitatis, hat Papst Pius XII. Gesagt. Die Idee, und nicht nur sehen, sondern auch beurteilen, unser eigenes Leben, den Sinn unseres Daseins, die täglichen Ereignisse, insbesondere unser letztes Ziel auf Erden, nämlich die Ewigkeit, die Anschauung des dreifaltigen Gottes. Der Glaube ist nämlich, sagt der heilige Paulus, die Gewissheit zu erhoffender Dinge, der Beweis des Nicht-Sichtbaren. Was beinhaltet dieser Glaube? Welche sind die Glaubensartikel? Wir erfahren sie im Credo, dass die Kirche jeden Tag betet und dass wir alle bestens kennen. Es gibt einen Gott in drei Personen, die unter sich verschieden sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die zweite Person dieser Dreifaltigkeit hat eine menschliche Natur angenommen, eine menschliche Seele, einen menschlichen Leib. Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, das eine und das andere ohne jede Einschränkung. Und er gründete die Kirche, die nach seiner Himmelfahrt und der Geistsendung sein eigenes Erlösungswerk fortsetzen und vollenden sollte in Raum und Zeit. Deshalb spricht er zu seinen Aposteln, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch mit der gleichen Autorität, dem gleichen Auftrag und der gleichen Mission. Christus selber ist geboren aus einer Jungfrau Mutter, die er mit Seele und Leib in seine himmlische Herrlichkeit aufgenommen hat nach ihrem irdischen Pilgerweg. Der Glaube lehrt uns die Unsterblichkeit der Seele, die Auferstehung der Leiber zum Weltengericht am Ende der Zeiten, spricht uns vom Himmel als Lohn für die Gerechten und von der Hölle als Strafe für die Bösewichte. Woraus schöpfen wir diese Glaubenseinsichten, diese Glaubenserkenntnisse, diese Glaubensinhalte? Zunächst einmal aus der Heiligen Schrift, dann aber auch in gleicher Weise aus der mündlichen Offenbarung der Kirche, festgehalten in den Konzilien, in den Lehrschreiben der Päpste,
in der täglichen Darlegung durch die Autoritäten, die Bischöfe über den Erdkreis verstreut. Der Glaube, liebe Gläubige, ist eine lebensprägende Kraft. Der heilige Paulus sagt, der Gerechte lebe aus dem Glauben. Justus ex fide vivit. Nicht aus Gefühlen, nicht aus Seelenstimmungen, sondern aus dem Glauben heraus gestaltet er sein ganzes Leben, sein ganzes Dasein. Der Glaube durchdringt alle Lebensbereiche. Das private Leben, die Familie, den Beruf und die Arbeit und auch den gesellschaftlichen Bereich. So war es schon bei den Patriarchen und Propheten des Alten Testamentes, die an den verheißenen Erlöser glaubten, ihn erwarteten, ersehnten und erbeteten. Im 11. Kapitel des Heiligen Paulus, im Hebräerbrief des Heiligen Paulus, durch all dieser, die ganze Reihe der Patriarchen und der Propheten, um diese Glaubenskraft uns darzulegen. Im Glauben heißt es dort, brachte Abel Gott ein wertvolleres Opfer dar als Kain. Durch seinen Glauben wurde Henoch entrückt. Im Glauben empfing Noe Kunde von dem, was man noch nicht sah. Glaube bewog Abraham, dem Rufe zu gehorchen und in ein Land zu ziehen, das er zum Erbe erhalten sollte. Im Glauben brachte er Isaak zum Opfer dar. Im Glauben erhielt Sarah trotz ihres vorgerückten Alters Kraft zur Mutterschaft. Im Glauben starben sie alle, ohne die verheißenen Güter erlangt zu haben. Sie sahen und begrüßten sie nur von Ferne und bekannten, dass sie Fremdlinge und Pilger auf Erden seien. Immer wieder also im Glauben, durch den Glauben. Und was sagt der heilige Paulus weiter? Was sollen wir sagen? Es fehlt uns die Zeit, um auf alles einzugehen, auf Gedeon, Barak, Samson, Jephte, David, Samuel und die Propheten. Durch ihren Glauben bezwangen sie Königreiche, schafften Recht, empfingen Verheißungen, schlossen Löwenrachen, löschten Feuersglut, entrannen der Schärfe des Schwertes, kamen aus Schwachheit zur Kraft, wurden Helden im Kampf und schlugen fremde Heere in die Flucht. Frauen erhielten durch Wiedererweckung ihre Toten zurück. Andere wurden auf die Folter gespannt und verzichteten lieber auf Befreiung, um zu einer umso herrlicheren Auferstehung zu gelangen. Wieder andere erduldeten Spott und Schläge, ja Ketten und Kerker. Sie wurden gesteinigt, gefoltert, zersägt, durch Schwert getötet. Soweit die Worte des heiligen Paulus aus dem Hebräerbrief. Noch deutlicher wird uns die Kraft des Glaubens dargelegt im Neuen Testament, aus dem Munde des Herrn selbst. Er sagt zu seinen Aposteln, dass wenn sie nur einen Glauben hätten, klein wie ein Senfkorn, dann würden sie zu diesem Berg sagen, versetze dich, und er würde sich augenblicklich ins Meer stürzen. Und da er Blinden das Augenlicht gibt, Aussätzige reinigt, Tauben die Sprache wieder schenkt oder Lahmen das Gehvermögen, da spricht er jedes Mal, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Das ist die Kraft des Glaubens. Dieser Glaube, liebe Gläubige, bringt eine ganze christliche Kultur vor, ein christliches Land mit Kathedralen, Domen, Kirchen, Kapellen, Wegkreuzen, Klöstern, Priesterseminaren, christlichen Familien, geschart um den Opferaltar, ihre Kirchen und katholische Schulen. Eine Gesetzgebung, die den Weg zum Himmel leicht macht und die das Laster mit Strafe belegt. Dieser Glaube ist heilsnotwendig. Und zwar in seiner ganzen Fülle, in seinem ganzen Umfang. Absolut heilsnotwendig.
Deshalb sagt der Herr am Ende des Markus-Evangeliums, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ein schreckliches Wort. Aber es kommt aus einem göttlichen Mund, aus dem Munde des fleischgewordenen Gottes selbst. Und der heilige Paulus macht sich zum Echo dieser Wahrheit und sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So im Hebräerbrief. Der Glaube ist wie das Fundament unseres geistlichen Gebäudes in unserer Seele. Die Hoffnung wie die Mauern und die Liebe wie das krönende, abschließende Dach. Aber ohne Fundament kann man keine Mauern errichten und schon gar nicht ein Dach darauf setzen. Das heißt, ohne Glaube gibt es weder Hoffnung noch wahre Gottes- und Nächstenliebe. Wie haben wir diesen Glauben empfangen? Sie, die Pilger, die heute nach Fulda geeilt sind, wir haben ihn empfangen, die meisten von Ihnen, von uns jedenfalls, bei der heiligen Taufe, wo der Zelebrant uns gefragt hat, und wir durch, was begehrst du von der Kirche? Und wir haben geantwortet durch den Mund unserer Paten, den Glauben. Und was gewährt dir der Glaube? Das ewige Leben. Das ist die Frucht des katholischen Glaubens. Für diejenigen, die nicht dieses Glück gehabt haben, schon bei der Taufe diesen übernatürlichen Organismus eingepflanzt bekommen zu haben, die also nicht Katholiken waren oder beziehungsweise gar nicht getauft waren als kleine Kinder, für diese ist in besonderer Weise die Glaubensverkündigung notwendig. Denn so sagt wiederum der heilige Paulus im Römerbrief, der Glaube kommt vom Hören. Wie aber sollen sie hören, wenn ihnen niemand predigt? Und wie soll ihnen gepredigt werden, wenn niemand gesandt ist? Es bedarf also der Missionstätigkeit der Kirche. Und zu allen Jahrhunderten sind die Missionare in andere Länder geeilt, um dort den Glauben zu verkünden und so die Seelen zu retten. Denken wir an den heiligen Bonifatius hier in Fulda. Wir stehen an seinem Grab. Wieso hat er die britischen Inseln verlassen und ist zu den germanischen Stämmen gekommen? Wieso ist er zu den Friesen aufgebrochen? Um diesen den Himmel zu erschließen durch die Predigt des Evangeliums, um ihnen den katholischen Glauben zu verkünden. Das war der einzige Grund. Und aufgrund dieser seiner Tätigkeit hat er am Ende seines Lebens dann am 5. Juni 754 in Dokkum das Martyrium erlitten, das heißt, für den Glauben sein Blut vergossen. Und deshalb hat die Kirche auch immer den Katechismus hoch geschätzt, neben der Heiligen Schrift, das wichtigste Buch überhaupt, weil wir hier im Glauben unterrichtet werden. Wie sollen wir denn unseren Glauben kennen, wenn wir nicht diese Dinge nachlesen können? Und so bedarf es der religiösen Erziehung, der Glaubensweitergabe in der Familie. Darüber wird Herr Pater Frey morgen früh noch einiges zu sagen haben. Wenn wir nun die heutigen Verhältnisse uns näher ansehen, liebe Gläubige, dann stellen wir fest, dass große Gefahren über den Glauben hereingebrochen sind und überall lauern. Irrlehren haben sich ausgebreitet auf allen Gebieten, insbesondere an den ehemals katholischen Hochschulen. Die Leugnung und Infragestellung der zentralsten Glaubenswahrheiten ist heute an der Tagesordnung. Das heißt, das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die Gottheit Jesu Christi, seine leibliche Auferstehung, die Kirche als göttliche Stiftung, das ewige Leben. Und diese Häresien, diese Irrlehren gehen hin bis zur Apostasie, das heißt bis zur völligen Aufgabe des ganzen katholischen Glaubens. Daneben tritt als große Gefahr für den Glauben auf, das, was Papst Benedikt XVI. Die Diktatur des Relativismus genannt hat.
Seine Vertreter behaupten, kein Bekenntnis besitze die volle Wahrheit. Alle hätten nur Teilwahrheiten. Wir seien alle auf dem Weg, auf der Suche nach der Wahrheit. Alle Religionen führten zum Heil, seien Beiträge zum Fortschritt der Menschheit und zum Weltfrieden. Was für ein Irrtum! Wie sehr widerspricht das der göttlichen Offenbarung? Überall, praktisch überall, verkündet man heute einen verkürzten, verwässerten, verkrüppelten und verfälschten Glauben. Die Mission wird so zum Sozialdienst, die Beichte zu einem verlorenen Sakrament. Das Sündenbewusstsein ist dem Volke abhandengekommen und damit auch die Einsicht in die absolute Erlösungsbedürftigkeit eines jeden Menschen, einer jeden Seele auf dieser Erde. Christus wird von seinem Throne gestoßen, dafür werden die Menschenrechte der Französischen Revolution ausgerufen. Die Stadt Gottes wird ersetzt durch die Stadt des Menschen. Ein antichristlicher Säkularismus breitet sich überall in unseren Gegenden aus. Wir leben in einer postchristlichen Ära. Nach dem Sündenfall unserer Stammeltern bricht indes mit der Zerstörung der übernatürlichen Ordnung aber auch die natürliche Ordnung zusammen. Das heißt, die Befolgung des Naturgesetzes. Und so sehen wir die Ausbreitung der Drogenszene, die Homo-Lobbys und Seilschaften, die Gender-Ideologie, die Zerstörung und Zersplitterung von Ehe und Familie, ja, die Aufgabe des Konzeptes von Familie überhaupt, die Verführung der Kinder und Jugendlichen durch Pornografie und diese elektronischen Mittel, die Abtreibung und heute die Diskussion um die Leihmutterschaft. Was ist doch aus dem Land des heiligen Bonifatius geworden? Wie sehr würde er Tränen vergießen, wenn er sehen würde, wenn er unter uns wäre und sehen würde, was aus seinem Land geworden ist, dem er den katholischen Glauben verkündet hat. Inmitten dieser Gott- und glaubensfeindlichen Welt stellen wir immer wieder auch eine latente und zum Teil auch offene Christenverfolgung fest. Nach Auskunft des Vatikans sterben täglich an die 270 Menschen auf Erden in der heutigen Zeit wegen des christlichen Glaubens. Jeden Tag. Die Ausbreitung des Islams ist eine gewaltige Herausforderung unseres Glaubens, an unser Glaubenszeugnis. Denken wir an die 21 koptischen Christen, die vor 3 Jahren in Libyen von der IS an das Ufer des Meeres geführt wurden, um dort die Gurgel durchgeschnitten zu bekommen und zu enthauptet zu werden. Und Herr Mosebach, der die Familien dieser 21 jungen Männer aufgesucht hat in Ägypten, berichtet, dass da kein Hass war, keine Rachegefühle, sondern eher Freude und ein gewisser christlicher Stolz, dass sie in ihrer Familie einen Märtyrer haben. Ein Gleiches muss gesagt werden zu den Missbrauchsskandalen, die die Kirche in unseren Tagen schrecklich erschüttern. Es ist auch dies eine gewaltige Herausforderung unseres Glaubens an die Kirche. Indes dürfen wir nicht irre werden. Nicht der Kirche sind diese Ärgernisse anzulasten, sondern den Männern der Kirche, die alle, wie wir selber, Kinder, Söhne Adams sind und bisweilen schreckliche Sünden begehen. Vergessen wir nicht, dass der Herr selber unter seinen 12 Aposteln einen Judas gehabt hat und dass ihn Petrus, der erste Papst, 3-mal in der Leidensnacht verleugnet hat. Was also, liebe Gläubige, liebe Pilger, ist zu tun? Ich glaube, ein gewichtiges Wort Ihnen heute Abend sagen zu dürfen.
Wir müssen einen Kreuzzug für den katholischen Glauben beginnen. So wie Erzbischof Lefebvre am 23. September 1979 in Paris aufgerufen hat zu einem Kreuzzug für die wahre heilige Messe, so rufe ich Sie heute Abend auf zu einem Kreuzzug für den katholischen Glauben. Es bedarf der Gründung eines großen Glaubenswerkes. Die Verkündigung des Glaubens durch Wort und Beispiel. Holen wir unseren alten Katechismus wiederum aus der Schatztruhe hervor. Der Fernkatechismus der Schwestern aus Göffingen ist ein unschätzbares Wohl für ihre Kinder. Schreiben Sie diese dort ein. Und dann gibt es in jüngerer Zeit einige wertvolle Broschüren, kleine Broschüren, die gerade zu diesen Zeitübeln Antwort geben. Gibt es eine Wahrheit? Existiert Gott? Ist Jesus Christus der Sohn Gottes? Gibt es eine wahre Religion? Die Kirche. Diese Broschüren gehören nicht nur in jedes Haus, in jeden Haushalt. Diese Broschüren gehören in jeden Friseursalon, in jedes Wartezimmer beim Zahnarzt oder beim Arzt, in jeden kleinen Laden auf den Ladentisch. Überall haben sie ausgebreitet zu werden. Der Glaube kommt vom Hören. Und wie sollen sie hören oder lesen, wenn ihnen dies nicht dargeboten wird? Und wer soll dies ihnen darbieten und predigen? Sie, liebe Gläubige. Sie sind die auserwählten Instrumente, Werkzeuge der göttlichen Vorsehung für dieses Glaubenswerk. Es bedarf also der Neubelebung, Ausbreitung, Verteidigung, Fortsetzung und Stärkung des katholischen Glaubens. Wir müssen in besonderer Weise an Volksmissionen denken, auch wenn dies im Augenblick nicht verwirklicht werden kann aufgrund der besonderen Umstände. An die Exerzitien, machen Sie unbedingt Exerzitien, insbesondere wenn Sie sie noch nie gemacht oder schon länger nicht mehr gemacht haben. Und denken wir an die Schulen. Was für ein Segen, dass die Dominikanerinnen heute Abend auch unter uns sind und dass sie inzwischen zwei Schulen in Deutschland haben, eine in Rheinhausen, eine andere in Brüllig. Es geht darum, liebe Gläubige, die ganze zeitliche Ordnung mit der christlichen Idee, mit dem christlichen Glauben, mit dem Lichte des Glaubens zu durchdringen. Schreiben Sie darum Leserbriefe. Legen Sie Zeugnis ab an Ihrem Arbeitsplatz. Hand aufs Herz. Wollen wir, dass Deutschland wieder christlich-katholisch wird, oder wollen wir das nicht? Natürlich wollen wir das. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir die Mittel, die zu diesem Ziele führen, ergreifen. Sonst wird da nichts. Mit anderen Worten, eine gewisse Versorgungsmentalität ist in der heutigen Zeit zu wenig. Ich möchte meine Sonntagsmesse, eine kleine Predigt, von Zeit zu Zeit auch zur Beichte gehen, das genügt mir. Alles andere, nach mir die Sintflut. Diese Lauheit, diese Mittelmäßigkeit ist heute nicht angesagt. Es bedarf des Heroismus, der Heldenhaftigkeit, des Zeugnisablegens und des Verbreitens des Glaubens. Ich sehe in der Priesterbruderschaft St. Pius X. ein wesentliches Werk in der heutigen Zeit zu dieser Neuevangelisierung, zu dieser neuen Verchristlichung der ganzen Gesellschaft. Der Priesterbruderschaft mit ihren Seminaren, ihren Schulen, Prioraten, Exerzitienhäusern, Missionen, niedergelassen in 33 Ländern auf der Welt und weitere 40 Länder mehr oder weniger regelmäßig besuchend, auf allen Kontinenten verbreitet. Bedenken wir, liebe Gläubige, den Wert einer einzigen Seele. Diese ist mehr wert als das ganze Universum, all die ganze Sternenwelt, all die herrlichen Pflanzen, Tiere, Seen, Länder, Kontinente, alles, was es an Schönheit gibt. Eine einzige Seele, eine einzige Geistseele, die Seele eines einzigen Kindes ist tausendmal mehr wert als dies alles zusammengenommen.
Darum wollen wir in besonderer Weise die Worte beherzigen und uns sehr durch den Kopf gehen lassen, die in dem wunderbaren Gebet, Kirchengebet zur Ausbreitung des Glaubens uns dargelegt werden. Dort heißt es folgendermaßen: O Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So sende, wir bitten dich, arbeite in deine Ernte. Lass sie voll Zuversicht dein Wort verkünden, auf dass deine Botschaft dahin eile und in Herrlichkeit sei. Und alle Völker dich, den einen wahren Gott, erkennen, wie auch deinen von dir gesandten Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Und da hier in Fulda vor 64 Jahren die deutschen Bischöfe in einem großartigen Impuls unser geliebtes deutsches Vaterland der Mutter Gottes geweiht haben, so können wir nicht umhin, in irgendeiner Weise diese Weihe in unserem Herzen auch mit Worten zu erneuern, wobei wir uns keine Autorität anmaßen, die uns nicht zukommt, aber gewiss es der Mutter Gottes sehr angenehm ist, wenn wir ihr aufs Neue dieses Deutschland, dieses Missionsland des heiligen Bonifatius anvertrauen. Deshalb können wir ungefähr folgende Worte an sie wenden: Im Angesichte des ganzen himmlischen Hofes und der heiligen römischen Kirche auf Erden weihen, übergeben und schenken wir heute deinem unbefleckten, schmerzhaften und gnadenvollen Herzen unser deutsches Vaterland mit all seinen Bewohnern und Einrichtungen. Nimm du sein Geschick in deine mütterlichen Hände. Sei du wahre Königin der Regierenden und der Regierten. Bekehre die Abständigen, erleuchte die Irrenden, führe die Ungläubigen gütig zum einen Schafstall deines göttlichen Sohnes. Präge allen Geistern und Herzen Christi mildes Gesetz ein, damit das Königtum deines Sohnes in der ganzen Gesellschaft erstrahle und der Friede Christi im Reiche Christi anbreche. Wir wollen, dass er uneingeschränkt über uns herrsche. Nimm darum Land und Volk unter deinen mächtigen Schutz. Sei und bleibe eine Schutzwehr unseres heiligen katholischen Glaubens und unserer Treue zum Stuhle Petri. Schenke uns heiligmäßige Priester, einen tüchtigen Ordensnachwuchs und viele kinderreiche christliche Familien. Sammle das ganze Volk um die Opferaltäre deines göttlichen Sohnes. Erflehe für unsere Kinder wahrhaft katholische Schulen. Sei die Verteidigung der Unschuld, die Zuflucht der Sünder, das Heil der Kranken. Dir empfehlen wir unser ganzes Leben, unser Arbeiten und Leiden, insbesondere aber die Stunde unseres Todes. O Mutter der Barmherzigkeit, nimm diese unsere Weihe gnädig an. Lass uns derselben würdig leben und zeige uns, wenn unser Auge bricht, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.